20 Jahre Internet, in denen sich das Kaufverhalten der Menschen radikal verändert hat. Beratung wurde nebensächlich, das heißt, beraten wird beim Einzelhandel vor Ort, bestellt wird dann im Internet. Gerade der Ulmer Fotoladen in Schwäbisch Hall hat damit so seine Erfahrung gemacht. Der Verkauf der Kameras ist eingebrochen, aber die Beratung war intensiver. Doch er sieht ein Lichtblick. Genau. Hier haben wir den intelligenten Zoom-Hebel. Dann kann man hier wunderbar manuell fokussieren und hat also hier den Stellhebel. Sensationell, dieser schwenkbare Monitor, den kann ich dann von oben, kann ich von unten fotografieren. Ein Lichtblick deshalb. Er hat es verstanden. Sein Fotogeschäft im Dialog mit dem Kunden an das Internetzeitalter anzupassen. Das heißt, beraten tut er nach wie vor gerne, wenn er auch weiß, dass die Kameras dann vielleicht im Internet bestellt werden. Aber gerade das ist der Punkt. Seine Beratungsintensivität hat ihm neue Kunden und neue Kundentreue gebracht. Wenn es auch nicht gerade die junge Generation ist, aber die Älteren zwischen 40 und 60 haben verstanden. Beratung muss sein, man muss sein Geschäft einfach da haben, wo man zu Hause ist. Und das Paket, das der Ulmer Fotoladen in Schwäbisch Hall schnürt, ist auch richtig. Denn hier weiß man, man hat alles aus einem Fachgeschäft. Einmal die Beratung zum Fotoapparat mit den darauf folgenden Bildern über Papierabzug und über die Art der Entwicklungen der eigenen Digitalbilder. Die Renaissance Beratung und Kauf wieder im Fachgeschäft vor Ort hat begonnen. Immer mehr entscheiden sich wieder über einen Einkauf vor Ort. Die Unannehmlichkeiten über Bezahlungsweise, übers Internet und Sonstiges sind hier ausgeschlossen. Man kann mit dem Fachhändler vor Ort einfach direkt sprechen und hängt nicht stundenlang in einer Warteschleife, wenn es Probleme mit dem Artikel gibt. Auch sind die Dienstleistungen vom Ulmer Fotoladen so umfangreich, dass es kaum anders geht, wenn man sich für eine Digitalkamera oder für Fotoarbeiten entscheidet, dies vor Ort bei Ulmer Fotoladen machen zu lassen. Das ist die neue Wende im Internetverkauf zum Fachhändler. Und die wird sich durchsetzen. In Schwäbisch Hall mit dem Ulmer Fotoladen sind wir sicher, dass es ihm gelingen wird. Denn auch die zweite Generation des Inhabers weiß genau, wo die Jugend hinsteuert. Denn sie sind selber noch jung. Und der Seniorchef wird mit seiner beratenden Funktion nach wie vor großen Einfluss haben über den Erfolg des Ulmer Fotoladens in Schwäbisch Hall. Internetkauf ja, aber sich auch Gedanken machen, wie geht es weiter? Nach 20 Jahren Internet haben fast alle Generationen, von den Jüngsten bis zu den Ältesten, verstanden. Der Fachhandel muss sein. Die Beratung auch.